So, das vierte Match des heutigen Abends. Christian gegen Apollo Crews. Natürlich wieder gleiche Besetzung wie immer mit Raw und SmackDown. Hallöchen zusammen. Ja. Hallo. Hallo. Wir können das ja schon mal starten, während ich erzähle, wie es denn dazu nochmal gekommen ist, nochmal das ganze Revue passieren lasse. Ja, man kann ja nochmal ganz vorne anfangen im European Tag Team Title Tournament, wo Christian Dolph Ziggler als Partner hatte. Die beiden sind ja schon in der ersten Runde rausgeflogen. Auch in der folgenden Woche hat das Ganze mit dem Tag Team nicht so gut geklappt. Christian hat dann Dolph Ziggler hintergangen, was dann in einem Match bei Extreme Rules endete, was Christian dann für sich entscheiden konnte. Denn Christian ist ja momentan so ein bisschen auf dem, ich will nicht sagen Ego-Trip, aber so auf der Singlebahn. Er hat ja immer vorgeworfen bekommen, ja, er hat alles nur mit Hilfe von anderen erreicht. Mit Edge seine zig Tag-Team-Championships. Durch Edge ist er damals World Heavyweight Champion geworden im Ladder-Match gegen Alberto Del Rio bei Extreme Rules vor einigen Jahren. Durch Tyson Tomko konnte er eine lange Zeit viele Matches nur gewinnen und hat es nie so richtig alleine geschafft. Und das möchte er jetzt allen beweisen. Er hat damit angefangen, dass er Dolph Ziggler bei Extreme Rules besiegt hat. Und in der zweiten Woche kam es dann dazu, dass er Apollo Crews in einem Match abgelenkt hat, Ja, nur was dann aufgrund der Ablenkung Apollo Crews verloren hat. kurz noch zur Einführung. Ja, es ist aber gleichzeitig auch für Apollo Crews in der anderen Geschichte im ersten Monat etwas besser gelaufen, nämlich er hat das Tag Team mit Itio Hidetami ziemlich gut ausgefüllt und hat es sogar bis ins Finale geschafft, wo Christian gerne hin wollte. Genau, und Christian möchte jetzt eben diesen Titel, auf den Apollo Crews die Chance hatte, den European-Titel, ja, für sich allein ohne fremde Hilfe erringen. Deswegen hat er sich Apollo Crews als nächsten Gegner rausgesucht, weil Apollo Crews ja im Titelmatch beim letzten Pay-Per-View stand und schon sowas wie ein Mitspracherecht vielleicht noch hat, wenn es um ein Match geht, denn er hat ja bloß das eine, vielleicht so eine Art Number One Contender. Und ja, Christian hat ja dann im Main Event von SmackDown Woche 3 Apollo Crews nochmals ablenken können, als Christian den Manager von Jack Swagger gespielt hat und somit Jack Swagger zum Sieg verhelfen konnte. Denn wir wissen nach dieser Spinning Powerbomb, das Cover gegen Jack Swagger wäre definitiv durchgegangen, wenn Christian nicht den Referee abgelenkt hätte. Ja, und in Woche 4 konnte sich dann Apollo Crews endlich revanchieren, konnte selbst Christian ablenken, worum dann dieser dann wieder ein Match verloren hat. Und so gipfelt das Ganze jetzt hier in einem Match bei Payback, Christian gegen Apollo Crews. Apollo Crews hatte auch noch so ein bisschen, auch wenn ihm schon ein bisschen Rache gelungen ist in der vierten Woche, dennoch eine Rechnung mit Christian offen. Und ja, Christian sieht das ja von seiner Seite aus wie ein Number One Contender Match für den European Titel. Er denkt sich, ja, jetzt besiege ich Apollo Crews, quasi den Number One Contender, und danach bin ich derjenige, der den European Champion herausfordern darf. Von offizieller Seite ist es nicht so, er hat das selbst so festgelegt. Mal schauen, aber zuerst müsste er ja auch Apollo Crews erstmal besiegen, um auch irgendwie nur ein Anrecht auf diesen Titel, ja, zu beanspruchen. Frage ist natürlich für Apollo Crews, erst dieser Verrat quasi von Hideo Itami bei Extreme Rules und jetzt dann auch noch von Christian. Ist er mit dem Kopf hier auch wirklich bei Christian? Oder ist er mit dem Kopf bei Hideo Itami und dem European Title? Gute Frage. Wobei ich Apollo Crews jetzt so einschätze, dass er momentan doch eher bei Christian liegt, weil Christian ist ja jetzt seine nächste Herausforderung, die jetzt hier im Ring steht. Und bevor er Ja. wieder sich Hideo Itami widmen kann, muss er erstmal an ihm vorbei. Und Ja, Apollo Crews ist so klar im Kopf, dass er sich wirklich nur auf die Aufgabe konzentriert, die vor ihm steht. ich hoffe es für ihn nicht, dass er Christian overlookt, weil wenn man Christian overlookt, Ja. dann findet man sich ganz schnell im Killswitch wieder. Frau Ja. Adolf Sigler. Genau. Mein Und ja, Hauptproblem von. schon gegen Hideo Itami konnte Apollo Crews eine großartige Leistung zeigen, hat dann am Ende Ja. aber nicht gereicht, wie sei dahingestellt. Aber mal Leider schauen, ob er es traurig. vielleicht besser macht. So, ist auch genau. langsam und Here we go. leider traurig sehen ist, dass Crews bis jetzt noch kein Singles-Match für sich positiv für sich entscheiden konnte. Jo. Ja, konnte bisher noch kein Singles-Match gewinnen, bisher nur die Tag-Team-Matches. Bei Christian sieht es ja ganz anders aus, hat bisher nur ein einziges Singles-Match seiner ganzen Reihe verloren. Also auf seinem Single-Trip momentan scheint ganz gut zu klappen. Oh, schön den Whip in mit dem Dropkick gekontert hier. Man Wieder quasi Lockup der beiden. kann quasi sagen, Apollo Crews muss sich jetzt hier beweisen und Christian möchte sich jetzt ultimativ beweisen, indem er jetzt Crews besiegt. Sagen wir so, Crews fällt so der letzte Funken, der das Match dann auf seine Seiten entscheiden lässt, dieser Funken fehlt ihm zurzeit noch. Also erstmal muss ich sagen, die Match-Ansetzung ist toll, ey. Ich freue mich auf das Match. Zwei sehr unterschiedliche Ringstile,
aber die können sehr gut harmonieren. Und ich bin gespannt, ob Christian... Yo! Oh, schöner Uppercut. Flying Uppercut ja schon. Ich bin gespannt, ob Christian seinen Lauf so ein bisschen mitnehmen kann. Weil Apollo Crews ist eine schwere Aufgabe. Und wie gesagt, es ist zwar kein offizielles Number-One-Contender-Match, aber bei der Masse an Singles-Matches, die Christian dann auch schon gewonnen hat, wenn man Payback jetzt mal dazu zählen würde, wenn er das gewinnt, irgendwann kann man ihm es ja nicht mehr verwehren. Genau. Gut, nach dem Tag-Team-Match von Jason Jordan müsste Jason Jordan gefühlt Number-One-Contender auf dem World-Title sein. Ja, was er ja auch von ist. Von beiden Brands. Ja. Ja. Gleichzeitig im Handicap-Match. Ja, falls der irgendwann nochmal aufstehen kann. Ja. So in 12 Jahren. Oh, krachende Clothesline hier. Von Apollo Crews. Das ist das Phänomenale an Apollo Crews. Ich durfte ihn ja sogar schon mal live sehen. Und ja, genau, ja. diese Kraft gepaart mit Technik habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Also wie der Mann fliegen kann, ja, als dieses Muskelpaket, das ist der helle Wahnsinn. Das siehst du auch nur einmal. Das ist wirklich athletisch eine sehr, sehr hohe Gabe. Oh ja. Und damals noch als Ur-Nation. Genau, schöner Dropkick oder Highkick. Habt ihr eure Tipps schon abgegeben? Ich gehe mit Apollo Crews. Nee, ich gehe mit Christian. Christian. Ich gehe einfach mit meinem Indie-Herzen. Ich gehe auch mit Christian gehen. Oh, schöner Reverse DDT. Was Christian auf den Top-Matic. Und Christian aufs Oberste. Rock Splash oder wie? Ah, Big oder Splash. Big Splash. Diving Headbutt. Diving Headbutt. Auch ja, ewig nicht gesehen von Christian. Stimmt. Cover 1. Two. War aber schon knapp. Cruise, pass auf. Was kommt jetzt? Oh, Christian, starker. Impaler DDT. Genau. Und nochmal aufs Top Rope. Nee, holt Schwung in den Seilen. Schön in die Eier geflogen. In die großen schwarzen Klöten. Nur Devon Dudley könnte es mit dem Kopf besser. Was? Oh. Schöner Move. Jumping Reverse DDT von Apollo Cruise. Zigzag, nee. Er ist und direkt wieder. Aber bisher Christian doch recht ausgeglichen hier. Aber Christian zeigt hier viele Moves von seinem Partner, von seinem ehemaligen Partner, Edge. Ja, er hat einiges Moves übernommen von damals. Ja. Edge-O-Matic, der Impaler DDT. Aber Christian, seiner Aussage nach, möchte er nichts mehr mit Edge zu tun haben, möchte nicht mehr angesprochen werden. Ja, dann darf er die Moves aber nicht zeigen. Ja. Na, dann muss er ja schon mal sich das mal... Weiß ich nicht, abgerüstet. Das ist wahrscheinlich so wie Fahrradfahren, was man einmal kann, verlernt man nicht, ne? Das stimmt. Und die Moves sind auch kein schöner Overhead Belly to Belly hier von Apollo Crews. Da zeigt dir die Kraft, wie Christian quer durch den Ring wirft. Cover. Cover bis 2, aber noch relativ locker hier. Was man bei Crews sagen muss, Crews. Oh, schöner Neck Snapper. Crews braucht jetzt vielleicht diesen Match nicht mit dem Moves, da durch seine Power, durch seine Kraft. Einfach geschaffelt. Was hat der Christian, was hat Cruz denn hier Christian gerade mitgeteilt? Ja, er stalkt ihn hier quasi. Ja, ist so. Oh, also Stone Cold Style war das hier schön. Ja, krachende Elbows hier von Cruz. Oh, Uppercut. Uppercut. Schöner Uppercut. European Uppercut hier. Aber Cruz stört das recht wenig. Der Wippen in die Ringecke. Oh. Top Rope. Und als wäre Christian nichts, hebt er ihn da hoch. Aber Konter von Christian. Und schöner Spinning Elbow. Cover hinterher kann man ruhig mal versuchen. One, two, und wieder knapp. Aber da kommt die Kraft von Cruz, also er kann sich auch relativ kraftvoll befreien. Vielleicht wartet auch Cruz immer noch ein bisschen länger, um doch mal einen Luftzug mehr zu holen, weil er weiß, okay, mit meiner Kraft, ich komme da noch raus. Was kommt jetzt? Powerbomb-Ansatz? Spinning Power. Powerbomb. Oh, das kann Christian natürlich instant den Wind aus. Cover hinterher, so einer krachen Aktion. Okay. Aber wirklich richtig schön kaum bis zwei. Kommt noch gut raus, Christian. Hier Soccer Kick hinterher. Ja. Apollo Crews muss jetzt seine, er muss jetzt eine kleine Phase starten von 2-3 Minuten. Ja. Was kommt jetzt? Nimmt ihn auf die Schultern? Airplanes für. Nee. Death Valley Driver. Ah, Death Valley Driver kann man schon. Eine kleine Variante davon. Yo! Oh, und Bicycle Kick! Bicycle Kick, das kann ja doch auch sein. One, two. Nein. Oh. Aber immer noch recht locker bei Christian. Obwohl der Bicycle Kick völlig gekracht hat out of nowhere. Also, er hat richtig gesessen. Aber jetzt muss Christian aufpassen, weil jetzt gibt's die Spinning Powerbomb! Ohne Cover hinterher.
Okay, interessant. Vielleicht denkt sich Cruz, reicht eh nicht. Na? Was hat er mit Christian vor? Hängt ihn in die Seile? Cruz glaubt nicht, dass das Cover gereicht hätte. Irish Whip. Oh, das Knie in die Bänken. Nochmal. Wenn ich mir vorstelle, wenn JBL das gegen Tommy End gebracht hätte. Oh, der Russian Leg Sweep noch hinterher. Oh! Standing Shooting Star Press. Das ist ja Cover! Es wird enger und Cruz hat. Ja, es wird deutlich enger. Ja. Christian immer noch ziemlich K.O. hier. Drei Kraftigen, Beißhacke-Kick, Spinning Powerbomb und der Stand. Erinnert etwas an der Match von Nikita mit. Er hat auch Cruz lange demoliert. Das stimmt. Und dann kam Itami zurück und. Ja, erinnert auch bisschen. Mal gucken, ob es hier einen Turning Point gibt wie in dem Match zuvor bei Tommy und JBL. Da war es der Baseball-Bat. Mal gucken, was Christian als Turning Point vielleicht bringt. Ja. Christian hier. Ich bin mir sicher, Christian ist nicht abgeneigt, zu ein paar Dirty Moves da anzusetzen. Er ist hier der Veteran. Glitch. Yo! Okay. Erstmal mit dem Standing Salto. Flip. Oh! Oh, ich kappe. Clothesline. Eine Clothesline. Noch eine Dritte. Oh, Apollo Crews hat richtig Bock. Und was hat er jetzt vor? Jetzt rennt er in die Ringecke. Oh, Corner Clothesline. Was für ein Wahnsinn. Und? Oh! Standing Shooting. Standing Moonsault. Aber 1, 2, 2. Nein! Christian kickt noch mal aus, aber jetzt vielleicht hätte Apollo Crews gleich die UH-Combination durchziehen sollen. Ja. Mach mal die Shooting Star Press hinterher. Jetzt muss er aufpassen, Christian. Oh, oh. Passt auf, Kiss mit Jansatz. Out of nowhere. Rope Break. Referee hat's gesehen. Und nicht gut gemacht von Christian hier. Ein Fehler von so einem Veteranen. Ja. Und Apollo Crews kommt in den Power Slam. Oh no! Und das ist die Shooting Star Press Nummer 2. Das war's. Die Johanna Christian war. Verspielt. 2-3. Ja. Unglaublich. Was? Ein Fehler von Christian? Da hat Crews den Fehler von Christian eiskalt ausgenutzt. Der Killswitch, das Cover wäre durchgegangen. Ja, vermutlich. Und die verzögerte UH-Nation-Kombination quasi, die ehemalige UH-Nation-Kombination, bringt Apollo Crews. Was ist der Gorilla Press Slam vorher gefehlt? Ja. Wow. Sehen wir noch das Cover von Christian. Allerdings nur bis 2. War knapp die beiden. Also nach dem Killswitch wäre definitiv Ende gewesen. Jo, absolut. Aber. Absolut. Er hat ihn nicht in die, von den Seilen weggezogen. Der Killswitch war dieser Turning Point. Das Match wäre da vorbei gewesen. Ja. Aber er zieht die nicht aus den Seilen. Und dann diese vier krassen Clotheslines. Hier, die, besonders die vierte, mit welchem Schwung. Boom! Wie weit er ausgeholt hat. Und dann gibt's. Dann gab's die Moonsault hinterher. Verzögert kam Christian nochmal raus. 1, 2. Kickout. Ja, kam der Kickout nochmal. Aber hier. Das war der entscheidende Fehler von Christian, ihn nicht von den Seilen wegzuziehen. Wundert mich von solch einem Veteran. Und auch nach der Leistung, die er bisher gezeigt hat, wundert mich das sehr. Und hier bei Payback kann Apollo Crews sein erstes Singles-Match für sich entscheiden. Ja. Gibt eigentlich keinen besseren Zeitpunkt als bei einem Pay-Per-View nach seiner Fehler. Ja, und jetzt wird er sicherlich Ansprüche auf den European-Title stellen. Das ist durchaus möglich. Da sehen wir dann später noch Hideo Itami gegen Tyson Kidd. Mal gucken, wie sich das Ganze dann entwickelt. Und das Match würde er sich ganz genau angucken. Denke ich auch. Und dann schauen wir mal, wie das dann ausgeht und wie sich das Ganze überhaupt entwickelt. Also, starke Leistung von Crews. Christian, überraschender Fehler, obwohl er Crews dann doch unter Kontrolle hatte. Mhm. Aber Crews, seine Kraft hat sich durchgesetzt. Stark. Ja. Einfach stark. Jo. Genau. Guter Job von Bruce. Und damit schließen wir dieses Match auch ab. Genau. Willkommen. Als nächstes kommt dann das Women's Championship Match. Ja. Becky Lynch. Also der Women's Championship Match, der wird da rumgereicht wie so eine Lippe. Ja, wirklich. Diesmal ist es Becky Lynch. Mal schauen, ob Sasha Banks, die erste Titelträgerin, sich ihr Gold wiederholen kann. Schauen wir mal. Sehen wir sind hyped. Sehen wir im nächsten Match dann. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ja. Ciao.